Hi, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Papa liebt Fleisch, Hammer Barbecue. Ich bin der Papa. Was es hier heute gibt, das erfährst du nach dem Intro. Ich war ja vor einiger Zeit am Hof Holtrup in Senden und habe mal ein bisschen Fleisch gekauft. Ein Skirtsteak habe ich euch letztens schon mal gezeigt. Und heute ist die nächste Steak-Variante dran. Und zwar, der Franzose sagt Omelette dazu. Der Deutsche sagt Nierenzapfen. Ist jetzt nicht so sexy, wie ich finde. Der Ami, der sagt Hanging Tender. Das finde ich, das hört sich gut an. Das kannst du verkaufen. Ja, mit Nierenzapfen. Das schlucken wahrscheinlich so die einen oder anderen. Ich habe hier 910 Gramm feinstes Hanging Tender vom Engesrind, vom Hof Holtrup. Und das möchte ich heute mit euch zubereiten. Hier ist es nochmal in der vollen Pracht. Das Hanging Tender vom Angus Rind. Die Zubereitung relativ easy. Ab auf den Oberhitzegrill. Ein bisschen anknuspern. Danach ab auf den Gasgrill. Durchziehen lassen, bis wir unsere gewünschte Kerntemperatur haben. Und ja. Das ist es auch schon. Bisschen Salz drüber und fertig ist die Maus. Jetzt könnt ihr sagen, warum macht ihr davon ein Video? Weil es ein geiles Stück Fleisch ist. Aber bei der Zubereitung müsst ihr noch ein bisschen was beachten. Und zwar fummelt einfach mal so ein bisschen das Fleisch ab. In der Mitte verläuft nämlich eine Sehne. Die muss raus. Die ist nicht sexy, die schmeckt uns nicht. Die müssen wir jetzt rausschneiden und dazu hole ich euch jetzt mal ein bisschen näher ran. Da ist auch schon das gute Stück. Und hier in der Mitte, hier seht ihr es, da verläuft die Sehne. Die wollen wir jetzt erstmal entfernen. Also, mal einen schönen Schnitt machen. Nehmt es mir nicht übel. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Fachmann beim Zerlegen. Aber für den Hausgebrauch reicht es. Fertig. Das, was jetzt noch dran ist, ja, hier ist noch ein kleines Stückchen, das können wir noch mal kurz entfernen. So. Und das ist auch schon das ganze Zauberwerk bei so einem Omelett, bei so einem Hanging Tender oder halt auf Deutsch Nierenzapfen. Wobei ich echt die englische Version auch ein bisschen geiler finde, muss ich einfach sagen. So, jetzt kommt ein bisschen Salz drauf. Ich salze mein Fleisch auch immer vorher. Pfeffer kommt hinterher drauf, wer mag. Ich brauche allerdings keinen Pfeffer, ich brauche dann nur ein bisschen gute Kräuterbutter. Wie ihr
die selber macht, zeige ich euch auch demnächst. Ist nämlich auch gar nicht so einfach. Nein, gar nicht so schwer. So. Und fertig. Jetzt ab auf den Oberhitzegrill. Schublade ist offen und der ballert jetzt auch schon so richtig. Und da kommen sie jetzt drauf. Die beiden Stücke von meinem Omelett. Ich freue mich da so drauf, ne? Und hinein. Und ab nach oben. Und jetzt heißt es warten, warten, warten. Die beiden sehen super aus, schön knusprig, und jetzt dürfen die sich noch ein bisschen ausruhen bis zur Kerntemperatur und dann freuen wir uns alle drauf. Na? Meter rein in den Foot. Kann auch nichts schief gehen. Ja, meine Lieben, da hinten sieht sehr lecker aus. Ich würde mal sagen, gucken wir doch mal. Kerntemperatur 62 Grad. Das ist wunderbar. Das ist so, wie ich es mag. Und da ist auch schon mal der kleine Prachtkerl. Das ist jetzt der dünnere Batzen. Aber kommt einfach mal näher ran, dann könnt ihr besser sehen. Hier ist mein Hanging Tender, mein Omelett. Jetzt geht es ja butterzart durch. Ja, so werden es meine Mädels mögen. Und ich auch. Und jetzt gucken wir doch mal. Das sieht gut aus. So kann man es essen, glaube ich. Dann mal guten Appetit. Geil. Mega. So muss ein Steak schmecken. Genau richtig. Ich bin begeistert. Leute, Hanging Tender, ein Omelett oder auch der Nierenzapfen, nicht ganz so sexy. Deswegen sagen wir Hanging Tender. Macht's mal nach, auf jeden Fall. Wenn euch das Video gefallen hat, ja, lasst doch mal so einen Daumen hoch da. Fände ich super. Ein Abo, darüber freue ich mich auch richtig dolle. Und natürlich über Kommentare in der Kommentarbox. Alles Dummfleisch schreibe ich natürlich in die Infobox. Auch mit der Verlinkung zum Hof Holtrup. Schöne Grüße an Elmar und seine Eltern. Ihr macht einen super Job da hinten und ich muss mir noch mal hier Fleisch. Ist einfach mega. In dem Sinne, bleibt gesund. Wir sehen uns, oder ihr seht mich, das nächste Mal wieder, wenn es heißt Papa liebt Fleisch, Hammer Barbecue.